Freunde, was geht ab und willkommen zu einem neuen Vlog. Heute werde ich meine Frau überraschen, so wie ihr es auf dem Titel gesehen habt. Mit dabei ist natürlich wieder Samko. Gesehen. Was geht? Sie denkt, dass wir zusammen essen gehen. Natürlich auch mit dabei die beste Kamerafrau, Nersch. Was geht ab? Gut bei euch. In meiner Straße hier gemacht? Ja, wie durch? Kess, mach auf, die Scheiße! Captain Jack Sparrow auch mit dabei. Das gibt's doch nicht hier in meiner Straße, dass hier sowas gemacht wird. Unglaublich. Ich hab gehört, sie wurden gefeuert. Also, was ist das hier? Kannst du die Polizei? Kannst du mal die Polizei rufen? Ah, da ist sie ja schon. Heute in meinem Vlog, Schatz. Wir gehen essen. Alles gut? Das nimmst du auch. Ja. Ich war dies, ja, komm dann. Hi. Hi! Also, let's go! Na, Herr Fahrlehrer, schmeckt's? Aber hallo! Schön mit Fahrschulauto unterwegs. Was essen wir? Ich weiß nicht. Entscheiden wir uns. Ja, ich habe auch schon gar keinen mehr. Typisch Frau, kriegst du nie zu viel. Warum? Welche Fahrschule? Fahrschule Heiko. Ich würde den Schulterblick nicht begeben. Dann kommt die alle zu mir. Mein Name ist Sampo. Der ist auf TikTok. Fahrlehrer Sampo. Yes, hab ich mir geändert. Tek sensin bana tek arkadaş. Beştaş, bir sen etmez. Beştaş yok. Kaydırak bu kaldırımlar. Lego alayım mı sana Londra'dan? Yavrum demeyesin bana something's wrong. Koşup geçtin gençliğimin parkından. Oynar oynar o. Benle oynar oynar. So, wir laufen jetzt erstmal durch die Zeil. Eine kleine Shopping-Tour. Hier werdet ihr verschiedene Menschen sehen. Frankfurt ist schon bunt. Auf jeden Fall gibt es hier die verrücktesten Menschen. Oder wie tanzt man auf sowas? Keine Ahnung. Aber Sammy, du kannst mir bestimmt zeigen, wie man tanzt. Ihr findet hier alles wirklich, was das Herz begehrt. Auch viele Creator unterwegs. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr von Frankfurt haltet. Wohin wir auf jeden Fall mal hin müssen. Auf jeden Fall werden wir hier nochmal eine Foodtour drehen. Frankfurt ist richtig gut besucht. Wochenendziel ist einfach bunt. Es ist viel Vielfalt da. James Bonners, wo kommen Sie? Wiesbaden. Du bist aus Wiesbaden. Aber du hast eine gute Frisur. Habe ich gute Frisur, gell? Ja, natürlich. Du siehst wie James Bond 007, Bruder. Ohne Scheiß. Voilà, Bruder, an dein Bart. Jetzt bin ich gespannt. Dein Schatz. Buongiorno! Buongiorno, Fratello! Sehr schön. Eine für dich, eine für deine Amore, Bruder. Sehr geil. Deutschland rein. Sie haben 13 Filialen in Deutschland und in Frankfurt ist der größte. Wir werden hier schon die ganze Zeit angeguckt und angelächelt, weil ich denke, wir sind die größten Blogger. Kommt mal rein. Super wenig. Funktioniert aber nicht. Und Harry. So. Unsere Harry-Fans. Bastik Side-Eye. So, jetzt nehmen wir unser Candy Shop Video.
yeah. Uh-huh. So seductive. I take you to the candy shop. I let you lick a lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa. So, hier haben wir auch Mario Maker. Das ist Gummibärchen zum selber machen. Oh, Dragon Ball Sets. Pokémon. Diese Takis Blue Heat und Takis Fuego, die sind aus Mexiko. Schmecken auch mega, die sind aus Mais. Das sind 12 Filialen aktuell. Also ihr findet hier wirklich alles. Guckt euch mal um, das ist wirklich ein Traum. Wir schicken die Cupcakes, Pringles, die wir eigentlich so im Laden nicht haben. Ja. Hier Twinkies, Rahmnudeln. Oh shit. Schoko Crispies, die gibt es eigentlich nur in Dubai, soweit ich weiß. Geil, Reese's, Twinkies, alles. Die haben ja wirklich alle. Süßigkeiten aus aller Welt. Mach dich auch auf den Weg. Auf jeden Fall, ich bin immer dabei. Wie heißt dieser Laden? Haus aus Buch. Wo sind wir hier? In Frankfurt, auf der Zeit. Hier, von One Piece. Für alle Anime-Freunde. Hier, Calypso. Cola mit verschiedenen Sorten. Also es gibt hier wirklich alles, was das Herz begehrt. Boah, guck mal, es gibt sogar so Überraschungsboxen. Auf jeden Fall werdet ihr hier fündig. Dann kennst du diese Sour Patch? Was ist das wohl? Das sind so saure Figuren. Tamam. Okay. Guck mal, was steht hier? Mondelez ist von Milka. Tamam. Okay. In USA, aber made in Türkei. Wie geht das? Türkei. Ja. Ja, aber die habe ich in der Türkei auch noch nicht gesehen. Ich habe sie gesehen. Echt? Ich bin Mr. Sweet Food News. Was wir hier noch kühl haben, ist wirklich Original Coca-Cola mit weißem Pfirsich. Also es ist wirklich Original Coca-Cola. Ja. Aus China. Aus China. Der Laden gefällt mir wirklich übertrieben. KitKat-Sorten. Also es gibt hier wirklich alles Mögliche. Ja. Das ist wirklich ein Traum. Ganz wichtig. Ganz wichtig, es ist nichts mit Schweinegelatine. Es gibt einige Produkte mit Rindergelatine. Das habe ich schon erfahren gehabt. Natürlich für euch, für unsere treuen Abonnenten und die treuen Fans mit. Werden wir für euch verlosen. Dafür müsst ihr uns natürlich abonnieren. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr dabei sein wollt. Folgt uns auf Instagram. Folgt auch auf Sweets Frankfurt von der Zeit. Ich werde es auch hier unten gleich einblenden. Freut euch auf die Nascherei. Du hast doch gesagt, diese Prime-Getränke, was ist das? Momentan sind die in Amerika sehr, sehr beliebt. Jenny, das mir erzählt, hier ist wirklich alles Gute drin für den Muskelaufbau. Wollen wir eins probieren? Ich habe 30 für euch geshoppt. Wisst ihr, an unserem Gewinnspiel teilzunehmen. Abonniert dafür unseren Kanal. Schreibt in die Kommentare und liked das Video. Natürlich auch House of Sweet nicht vergessen zu abonnieren. Kommt vorbei, Frankfurt an der Zeit 121. Natürlich danke ich an meinen besten Freund Sammy dafür, dass er uns das gezeigt hat. Vergiss nicht auch Sweet Food News zu folgen. Abonnieren! Ja, Mikrofon, Mama, tschau, schmier. Ich hab nicht Bluetooth angehört. Ich hab aber nicht so. Sammy, wir drehen jetzt ein neues Musikvideo. Nur Evi Postor, zahl die Kollektion bar, fick auf Sponsor. Falscher Film. Roland, Zähnenwechsel. Wei. Wei, hi, los, glückliche Kunden. Wie hat sich diese MCM-Tasche schon länger gewünscht gehabt? Ja. Bist du glücklich? Ja. Das war die Überraschung für meine Frau. Jetzt gehen wir auch noch was essen und wir nehmen euch natürlich mit. PS, Happy Wife, Happy Life.
findet auf jeden Fall auf der Goethestraße alle beliebten Marken, ob MCM, Gucci, Louis, Prada, ich glaube alle Marken sind hier vertreten. Ob Versace, Giorgio Armani, Dior, schaut euch dieses Lächeln an. Ich hab Hunger. Mein Lächeln, nicht dein. Mal kaufst du mir eine Rolex? Bald, ich meine heute Abend, wenn du schläfst, in deinen Träumen. Auch hier Cartier, Audemars Piguet. Oh, da hinten steigt die Party. Nee, für Louis Vuitton muss man Schlange stehen. Hier, die haben Hunger. Hast du Hunger? Hunger. Hunger, Hunger, Hunger. Eine Tasche. So, jetzt gehen wir uns Azads Boss Burger. Mal sehen, was er kann. Kann ich machen. Ich kann doch ein bisschen Chicken machen. Die Beilagen und die Soßen sind schon da. Freust dich, Sammy? Auf jedem Tag. Boss Burger ist da. So, unser Burger ist jetzt auch da. Sieht schon wild aus. Bei den Beilagen konnten wir uns noch nicht verkneifen. Wir haben alles schon durchprobiert mit verschiedenen Soßen. Es schmeckt alles bis jetzt sehr gut. Jetzt probiere ich noch meinen Burger. Schau dir das mal an, ey. Schau mal. Richtig guter Burger. Sehr erfrischend auch. Hast du anders gemacht, Bruder. Das ist so ein Smashburger. Ich weiß nicht, was diese weiße Soße ist, aber es gibt so eine leichte Erfrischung noch mit dazu. Nee? Ach, das ist Trüffelmayo. Ist auf jeden Fall sehr gut. Kann ich weiterempfehlen. Lass es jetzt gut gehen. Jetzt probiere ich noch von meiner Frau. Die hat mit Hähnchen. Sehr gut, ja. Es hält das, was es verspricht. Pommes, Süßkartoffeln, Hähnchen, Zwiebelringe, alles 1A. Schmeckt richtig gut, kann ich schon weiterempfehlen. Für ein ausführliches Food-Tour in Frankfurt, schreibt es gerne in die Kommentare, dann machen wir das auch. Aber es schmeckt hier einfach alles sehr gut gerade. Lass uns jetzt gut gehen. Wir sehen uns gleich beim Nachtisch. Der Boss Burger war der Boss. So, Freunde, wir sind jetzt bei Burgers Baklava. Das hier ein Lotus Cheesecake, der hat mir letztens überragend geschmeckt. Deswegen wollte ich das heute auch noch mal essen und es für euch aufnehmen. Sagste. Wallah, wie der ist das? 1A, wird auch hausgemacht hier. So, jetzt probiere ich Hautstilme von meiner Frau. Mit Eis hast du dabei, gell? Ja. Ich mag es eher ohne. So. Also ich muss sagen, der Laden kann wirklich was. Und zu Burgers Baklava. Schöne Grüße auch an Can. Vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Lass einen Kommentar und ein Like da. Ganz wichtig, vergiss auch nicht, am Gewinnspiel teilzunehmen. Wir freuen uns drauf. Bis zum nächsten Vlog.